können wir Ostern nicht so gestalten, wie wir es gewohnt sind. Dafür sind die Infektionszahlen zu hoch und der Impfschutz noch nicht hoch genug. Aber wir sind wahrscheinlich im letzten Teil dieses Pandemie-Marathons angekommen. Das ist allerdings auch der schwerste Teil. Das Ziel ist sehbar sozusagen, aber eben noch ein ganzes Stück weg. Und gerade in diesem letzten Teil auch eines Marathons wirkt ja nicht selten jeder weitere Schritt wie eine Tortur. Und genauso geht es ja vielen in dieser Pandemie, in Deutschland und auf der Welt, jedem Einzelnen, aber auch der Gesellschaft. Es ist gerade eine sehr, sehr schwere Zeit, wo es darum geht, das Erreichte, sozusagen die bereits gelaufenen Kilometer des Marathons, nicht zu verspielen, nicht umsonst gewesen sein zu lassen, indem man eben für die letzten sehr schweren, auch beschwerlichen Meter und Kilometer noch miteinander durchhält, mit dem Ziel, im Sommer jedem ein Impfangebot gemacht zu haben und geschützt haben zu können.